Das möchte ich bitte betonen. Nicht nur Kärntner sind heute hier, sondern auch Leute aus der Steiermark, aus Wien, Niederösterreich, Tirol, Salzburg, aber genauso aus Slowenien, aus Kroatien. Und es ist mir eine Ehre, mit euch durch die Straßen zu gehen. Danke. Jeder, der es schafft, in das gelobte Land zu kommen, erwarten Luxusgüter, ein eigenes Haus, ein Auto, gut bezahlte Jobs, Sicherheit und so mancher hofft er sich auf eine europäische Frau. Jeder kennt die Bilder aus Dreiskirchen, das überfüllte Erstaufnahmezentrum. Menschen mussten in Zelten schlafen, wenn sie Zelte hatten. Frauen, Kinder, Schwangere durften unter Sternenhimmel draußen ausharren, teilweise bei Minustemperaturen. Das ist ein Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn, den Feinmann uns importiert hat. Sie haben sich mit den Schlepperorganisationen in die Hände gegeben und Unmengen Geld dafür ausgegeben, um nach Europa zu kommen. Man muss sich einmal vorstellen, diese Menschen kommen wirklich in dem Glauben her, ihnen geht es ja besser. Resümee von dem Ganzen war, der kleine Junge ist tot, seine Mutter ist tot und sein Bruder ist tot. Und dieses tragische Beispiel zeigt einfach wieder mehr, dass offene Grenzen töten. Dass ihr Kärntner nicht mehr schweigen. Und wenn die Frauen es vormachen, wie viel mehr Mauerwerk ist das für uns Männer? Diese Frauen sind es. Wollt ihr es nochmal laut sagen? Wir haben mehr Eier als der Monka! Also diese Frauen zeigen, dass ihnen das Schicksal unserer Heimat nicht egal ist. Diese Frauen zeigen, dass sie mutig sind, dass sie Gesicht zeigen für ein neues, besseres Österreich und Europa. Diese Frauen zeigen, wie man vorangeht und anderen Leuten die Angst nimmt, ebenfalls Gesicht zu zeigen. Danke an euch!